Willkommen zurück zum Super Mario Maker, heute mit Level From, genau, Level From Best Zocker, von Best Zocker. Er hat mir zwei an der Zahl eingesendet, bisher zumindest, die werde ich jetzt hier erstmal spielen. 25% hat das erste Level, das könnte dann ein relativ entspanntes Level sein. Was ich gar nicht so verkehrt finde nach dem Japano-Level im letzten Part. Bisher? Sieht es so aus? Okay. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Mit Anlauf wahrscheinlich, oder? Bin ich jetzt doof? Hä? Wie soll man dann hochkommen? Habe ich verkackt? Ich glaube ja fast. Ich komme hier nicht mehr hoch, oder? Nee. Ich glaube, ich muss das Level neu starten. Mit dem Dreifachsprung. Wobei ich gar nicht weiß, ob es den hier gibt. Ich starte einfach neu. Keine Ahnung, wie man das macht. Ja, ist mir schon klar. Aber das ist mir dann erst aufgefallen, als ich schon unten war. Dann war es zu spät. Aber jetzt wissen wir es ja. Und verlieren wahrscheinlich... Ja, ich wusste es, dass das passiert. Wir verlieren gleich wieder unsere... Großheit. Unsere Größe, unser Item... Joa, das hier scheint ein Nachbau zu sein des ersten Mario Bros. Levels. Kann man mal machen. Hui. Oh, da hätte ich auch mal echt wieder Bock drauf, das erste Mario Bros. Das Original zu spielen. Wobei, spätestens nach drei Leveln hat man dann meistens keine Lust mehr, weil die Steuerung leider nicht so gut gealtert ist, aber naja. Ach ja, das gute alte Mario Bros. Das muss auch echt krass gewesen sein, als das rausgekommen ist. Klar, es gab schon andere Jump'n'Runs, aber nicht in der Qualität, von daher. War das damals schon was ganz Besonderes. Okay, dein erstes Level habe ich geschafft, aber ja, das war jetzt auch nicht so schwierig tatsächlich. Joel, ich grüße dich, hi. Dann machen wir aber erst noch das andere Level von dem guten Bestzocker YouTube. Gucken wir mal, was uns dort so alles Wunderbares erwartet. Okay, geben wir mal den Levelcode ein. Ich weiß jetzt nicht, ob Joel aus Deutschland kommt. Joel, how are you? Wie geht's dir, Joel? Kann er ja mal schreiben. Ich würde fast davon ausgehen, aufgrund des Namens, dass er ein Amerikaner oder so ist. Weil meistens haben die Amerikaner immer SMM. Die Super Mario Maker Zuschauer am Ende. Boss Rush. 10%. Gucken wir mal. Hier warte ich lieber mal. Ach, ein schönes Luftschloss-Level. Kann es denn etwas Schöneres geben? Ich weiß nicht. Entweder ich kriege Migräne oder so. Oder das Bild ist heute unglaublich hell. Ich weiß nicht, aber kann auch sein, dass ich einfach Migräne bekomme. Wie soll man diesen Boss denn hier schaffen? Hier gleich irgendwann eine Feuerblume raus oder muss ich den irgendwie. Hm. So ganz kapiere ich das hier gerade nicht. Weil ich kann ja nicht auf den drauf hüpfen und drauf spinnen dürfte auch nicht klappen, oder? Ich kann es ja mal probieren. Nee. Oh Gott, das könnte schwer werden. Ziel des Levels ist es, durch die Röhren zu kommen mit Hilfe der Gegner. Das heißt, ich muss auf den drauf spinnen, um da weiterzukommen. Aber halt, ich könnte ja auch. Also mir kommt das Bild heute unglaublich hell vor. Scheiße, das war dumm. Jetzt habe ich es mir gerade unnötigerweise schwer gemacht. Kann ich das hier nicht nach oben werfen? Ach, wenn ich das schaffe, dann klappt es bei dir auch. Ja, danke für die Motivation. Haben wir es ja gerade auch geschafft. Hier ist doch bestimmt irgendwas versteckt.
Nein, gib mir den Pilz. Hui. Oh Gott. Ja, hole ich mir halt einen Pilz wieder, ne? Komm, Pilz. Will er nicht? Wieso kommt denn da... Ah, da ist noch einer. Okay. Wenn wir schon den Pilz bekommen, dann sollten wir den auch mitnehmen. Ich fürchte allerdings gleich, dass die Gegner hier auch wieder kommen, oder? Bring dich mal um. Dankeschön. Todeskonzentration. Igitt. Ich glaube fast, es ist hier schlau, einfach drüber zu springen. Haben wir hier noch ein Item versteckt? Oh geil, eine Feuerblume. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Denn hier ist bestimmt gleich wieder... Igitt. Ja, wobei, das ist einfacher, als es aussieht, glaube ich. Dachte ich zumindest. Das ist bis gerade eben. Aber das mit dem Eis ist gemein. Fast. Fuck. Ey, wieso komme ich denn nicht in diese dämliche Röhre rein? Lass mich in Ruhe, ich habe dir nichts getan. Man kann beim Wiggler ein bisschen Zeit verbringen, aber bald klappt es mit etwas Glück oder so. Ja, ich bin ganz entspannt, was das angeht. Er darf mich halt nur nicht nochmal treffen, dass ich klein bin. Dann wird es schwieriger. So, auch geschafft. Ein Checkpoint wäre jetzt ganz nett. Würde ich auf jeden Fall abfeiern. Und eine Feuerblume ist auch ganz okay. Ist bestimmt noch irgendwo was versteckt. Okay, ein Gegner. Das war gemein. Ach du Scheiße. Das werde ich nicht schaffen. Das Ärgerliche ist, hier gab es keinen Checkpoint. Das heißt, wenn ich jetzt, ja, sterben sollte, muss ich alles nochmal machen. Ja, das ist... Ja, hier hättest du einen Checkpoint einbauen können. Das wäre ein bisschen cooler gewesen. Aber naja, was soll's. Oh Gott. Ja, der ist ja immer nach 3 Hits down, der... Baby Bowser. Ich laufe hier mal, glaube ich, einfach schnell durch. Okay, so viel zum Thema. Ich laufe hier schnell durch. Es ist ein Level der Geduld. Aber mir gefällt es eigentlich ganz gut. Also wie gesagt, ich hätte vor dem Bowser vielleicht einen Checkpoint gemacht, aber ich weiß ja nicht, vielleicht kommt ja nach dem Bowser ein Checkpoint und dann geht es noch weiter. Weiß ich ja nicht. Werde ich vielleicht gleich noch rausfinden. Vielleicht aber auch nicht. So, ein Pilz. Genau, der erste Gegner bringt sich um. Und den zweiten, keine Ahnung, ob man den treffen kann. Ach, der bringt sich auch um. Schön. Aber da hinten war eine Feuerblume, glaube ich. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, getroffen worden zu sein. So, jetzt kommen wir wieder zu dem Wiggler. Der war ein bisschen tricky. Ja, da muss man einfach Glück haben, wie du das eben schon gesagt hast. Ach, Mist. Merde. Ah, das schaffen wir. Wenn man einmal auf ihm drauf ist, dann... So, was war hier? Hier waren, glaube ich, nur überall noch Fallen. Deswegen gehe ich mal direkt zu Baby Bowser.
Den finde ich gar nicht so einfach tatsächlich. Aber mit einer Feuerblume hat man natürlich den Vorteil, dass man diese ganzen ekligen Pilze da auch töten kann. Okay, mit Feuerblume ist es echt ein bisschen easy. Mit Feuerblume geht das auf jeden Fall klar. Nee, aber ist ein cooles Level. Gefällt mir, macht Spaß. Also kann ich nichts... Ach, das war's sogar schon. Okay. Cool. Mario Time. Das war schön, da kriegst du auf jeden Fall einen Stern für. Das war cool, das hat wirklich Bock gemacht. Ja, ich überlege gerade, ob ich in diesem Part noch ein Level anzocke, aber wir haben jetzt 11 Minuten. Ich würde sagen, dann wird es halt ein etwas kürzerer Part und ja. Sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, macht's gut und ciao.